Yo Ladies, Sisters, Brothers, Homies, Bros und Kollegen, hier ist wieder euer Hellet Up von den Gamer Brothers TV. Heute mit einem neuen Commentary. Commentary? WTF? Ich bin schon in der Commentary-Laune, weil ich lange kein FIFA 13 mehr aufgenommen habe. Das werde ich dann aber hiermit mal nachholen. Wir schreiben den 13.11.2012. Heute kommt Black Ops raus und ich kann es mir erst in einer Stunde holen. Und um diese Zeit zu überbrücken, dachte ich mir, nehme ich doch nochmal FIFA auf. Und werde das mal bis zum 1860 München-Spiel simulieren. Go, go, go. Los. Such Musik. So. Dann gehen wir mal in die Mannschaft rein. Und gucken wir mal. Oh, das sieht ja sehr gut aus. Gerade hier mit der Zunge geschnalzt. Und ich liebe das, wenn die HDPV eher so grün ist und aufnimmt. So schön grün. Ja, ist ja eher so ein B-klassiges Spiel, sag ich mal. Also, 1860 bei allem Respekt, aber... Die werden mit Sicherheit jetzt wieder hier in der virtuellen Gedöns-Karriere absteigen. Oder kann ich dann auch mal ein bisschen die BL spielen lassen? Und dann darf Chan mal für Groß und Rafinha für Wirres. Ansonsten Weiser. Sollte ich auch mal testen. So, alles schön positionsgetreu, damit ich das gleich auch wieder alles zurückordnen kann. So. Dann passt das ja. Und dann zurück. Und dann würde ich sagen, simulieren wir das Spiel gegen 1860 mal. In Hertha werde ich dann spielen. Stahl ist verletzt. Kenne ich nicht. So, 4-1. Doppelpack Alexandre Pato. Passt doch. Ja, warum jetzt hier wir noch ein Gegentor gekriegt haben, ich weiß es nicht. Aber gut, passiert. So. Sind jetzt wieder Erster, oh geil. Dortmund hat verloren. Und damit sind wir auf dem ersten Platz. Und das muss ich dann natürlich dann hier in Berlin verteidigen. Danach haben wir noch ein Champions League Spiel in Dynamo Moskau. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr selbst spielen. Und wenn, vielleicht doch. Wir sind ja Bundestrainer des deutschen Nationalteams. Da werde ich dann auch noch demnächst auch mal wieder mehr spielen. So, hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig viel. Chef, ist der Räder nicht im Torwart? Von daher werde ich das in Berlin ganz bestimmt nicht machen. So, ändern wir mal wieder die Aufstellung. So. Rom, Kroos hier auch für Chan natürlich. Hat sich aber jetzt keiner verbessert gerade in dem Spiel. Nö. Geht ja auch nicht immer. Wie sind die denn in der Form? Es geht, also Cristiano Ronaldo hat die Mega-Form. Sieht bei Neymar aus, der hat die auch. Aber dann machen wir so, weil Pato hat auch sehr gut gespielt. Wobei Sanchez auch, also wir haben halt die Qual der Wahl. Wir haben halt den mega geilen, guten, sauber, coolen, tollen Kader. So, nächste Partie. Spielen wir dann mal in Hertha. Und ja, machen wir das mal. Trikots gehen, denke ich mal, in Ordnung. Tornews, Auswahl, keine Spiele davon. Dann natürlich 2x5 Minuten. Vielleicht wird es auch ein Doppelpart und ich werde das Champions League Spiel auch noch spielen. Aber jetzt drücke ich erstmal auf Start, denn es kann meiner Meinung nach losgehen. Und wir werden jetzt spielen in Hertha BSC Berlin, bei denen ist Bolati und Radjabli Fardi verletzt. Warum alle Mannschaften jetzt hier immer ausländische Spieler kaufen, ich weiß es nicht. Haben wir zwar auch gemacht, aber wir haben auch eine komplett deutsche Innenverteidigung. So muss man es auch sehen. Alagui hatten sie. Also den kennt man ja von Mainz. Und ich habe hier zwei Punkte gemacht, aber nicht wirklich was getroffen. Werde ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich dieses Skillspiel nicht beherrsche. Ich treffe genau in den Winkel, aber natürlich keinen so einen Teil. Egal. Machen wir das mal weiter, denn das kann ich eh nicht. Dann überspringen wir mal die Anfangssequenz, denn ich bin richtig heiß aufs Spiel. Leute, ich freue mich wie so ein gebratener Schnitzel. Ich möchte jetzt einfach nur Fußball spielen. Virtuell natürlich, aber ich habe da jetzt Bock drauf. Und dann geht es auch gleich mal los hier. Offensive Einstellungen. Ich habe mich seit der letzten Aufnahme vielleicht auch schon ein bisschen verbessert. Könnte ja sein. Hoffe ich zumindest. Und dann gucke ich mal, wie es heute so wird. Oh, hier direkt den Ball wieder geholt. Und das sieht doch gut aus. Robin. Ja, dräng mich ins Aus. Muss doch nicht sein. So, Hummels jetzt. Ey.
So, jetzt aber Schweinsteiger. Schön bei die Außen. Doppelpass, wunderbar. So, Cristiano Ronaldo. Boah, nein, Fail. Was macht denn der? Oh Mann, da wollte ich tricksen und das geht natürlich in die Hose. So, Kraft mit dem Abstoß. Und Hummels. Los. Boah, Fail. Ist doch kopfballstark eigentlich. Jetzt müssen wir gucken, dass der Alagi nicht durchläuft. Aber Lahm haben wir natürlich zur Stelle. Wechsel ich mal die Seite. Dafür wird es. Und rum. So, sieht doch gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Habe ich mir eigentlich vorgelegt. Dann ist daraus ein Pass geworden. Egal, Schweinsteiger. Das sieht gut aus. Neymar. Ja, komm, mach ihn. Ah, gute Chance hier. Cristiano Ronaldo mit dem ersten Torschuss. Aber es war eigentlich ein Kopfball. Egal. Jetzt aber. Nein. Also nach der Ecke. Ich habe einmal in der Demo, wo ich einmal kurz die Demo angetestet habe, einmal ein Eckentor gemacht. Ansonsten in FIFA 13 glaube ich noch gar nicht. So, ja, einmal schön angetäuscht. Lahm, Pato, Schweinsteiger. Groß. Jawohl, das sieht gut aus. Oh, Höwe, das kann der flanken. Ich glaube nicht, aber... Ah, war das ein Foul? Nee. Da hat Höwe das scheiße gebaut. Ich denke mal, ich werde auch irgendwann nochmal einen neuen Rechtsverteidiger holen. Ich bin ja Schalker und mag den Höwe das auch, aber der ist einfach nicht so dieser Flankengurt, was man eigentlich für einen Verteidiger braucht, für einen Außenverteidiger. Ah, Neymar, schade. Bisschen ins Labern gekommen. Ich muss mich wieder konzentrieren. Wollen ja hier das erste Tor machen. So, Neymar. So muss das gehen. Na, krieg ich da nicht mehr, oder? Nee. Oh, Neymar, komm. Jawohl. Jetzt aber. Oh, spitzer Winkel. Nee. Kraft hat ihn. Und dann groß nochmal in die Mitte ziehen hier. Jawohl. Also, es ist verhext mit diesen Ecken. Jetzt Schweinsteiger. Schweinsteiger! Jawohl! Mit der Hacke vorgelegt und dann in den Winkel. So muss das sein. 0:1. 22. Minute. Aus dem Nichts, würde ich mal sagen. Guckt's euch an. Wunderbar gemacht von Neymar. Und dann haut er den einfach in den Winkel. Volles Risiko rein damit. Und so muss es doch sein. So. Wunderbar. 1-0. Und da ist der Ball im Aus. So. Kluge. Da. So. Und Neymar hat ihn. Macht hier ordentlich Druck über. Links. Ja, Cristiano Ronaldo wäre ein bisschen zu leichtsinnig. Dribbelversuch hier. Und Neymar, jetzt geht die Post ab. Cristiano Ronaldo, na, den hat Groß nicht bekommen. Jetzt Hummels da. Na, wohl. Hummels hier entschlossen. Und rum. Jawohl, so muss das gehen. Neymar, Groß. Na, Mist. Hätte ich anders flanken sollen. Artstuber, Kopfballduell gewonnen. Es geht gleich in die andere Richtung weiter. Gibt einen Vorteil. Hummels, jetzt wird er abgepfiffen. Freistoß und gelb. Nein, letzte Verwarnung gegen Philipp Lahm. Und jetzt gibt es keine gelbe Karte, sondern nur eine Verwarnung hier für das Mauer hervorziehen. Jetzt wird es gefährlich. Oh, Hummels hat aufgepasst. Und Robben raus. Jetzt Pato sieht rechts Robben. Und der sieht links Neymar. Und der geht ab. Der ist schnell. Neymar, kriegt er den noch? Jawohl, kriegt er. Neymar, flache Flanke. Pato. 0-2. 35. Wunderbar herausgespielt. Kann man nicht anders sagen. Dieser lange Pass von Robben war genial. Und dann ging es ja einfach mal ab. Neymar hier. Schöne flache Flanke. Habe ich ordentlich trainiert in Ultimate Team. Bringt auch ordentlich was. Ja, sind manchmal sogar besser als die Hohen. Und dann steht es hier 0-2. Und es geht weiter mit Pato und Cristiano Ronaldo. Oder fast das 3-0 im Nachhinein. Nein, Latte. Doppeltes Pech für Bayern. Und Kluge nochmal. Mit einem Dribbling. Sami Alagui. Hummels kriegt ihn nicht. Aber er setzt nach, kriegt ihn immer noch nicht. Da ist Ronny, der hat einen starken Schuss. Ronny, aber Höwe, das blockt ihn. Und Robben. Groß. Sieht in der Mitte Pato.
Pato gut gemacht, kriegt aber nicht der Cristiano Ronaldo. Schade. Aber Robben nochmal. Na, Pato. Hätte er selbst schießen müssen wahrscheinlich. Nochmal bei die Außen mit Zaha, Ronny. Auf Alagui, Alagui auf... unaussprechlicher Name, Alagui, Neuer muss raus. Hilfe, das ist... Boah. Also das war schon mal knapp hier. Da habe ich zu sehr auf den Namen von dem einen Spieler da geachtet, den man so schnell nicht aussprechen konnte. Oh, Hummels hier mit dem Fallrückzieher, Pass. Und Fehler im Aufbauspiel. Ronny und Kroos holt sich den Ball sehr schön zurück. Und jetzt Pato. Pato vor dem Tor. Pato, zu weit vorgelegt. Kroos nochmal, kriegt ihn aber nicht. Fängt zwar viele Bälle ab, aber den hat er leider nicht bekommen. Und jetzt nochmal auf Barugios, wenn das richtig ausgesprochen war. Aber Batshuayi ist da. Höwedes. Und damit in die Pause 0 zu 2. Ich denke mal verdiente Führung. Und damit können wir dann auch gleich schon weiterspielen. So, Niemeyer kommt für Kluge. Und Alagui auf Barugios. Ich denke mal, das werden Mexikaner oder sowas sein. Muss ich mir gleich mal das Spielerprofil angucken. Benatira. Wow. Das war ein guter Pass. Ist aber nicht angekommen. Und Robben. Robben über außen. Wunderbar. Robben. Ah, Mann, Mann. Das wäre schön geworden. So, Zaha. Und gut vom Badstuber. Gut vom Badstuber. Pat. Na. Pato kriegt ihn nicht. Und Cristiano Ronaldo auch nicht. Nochmal knapp hier alles. Aber 0 zu 2 der Pausenstand. Kann man zufrieden sein. Muss jetzt aber weitergehen. Denn diese 0-2-Führung kann nochmal kippen. So, Robben, den hat er jetzt gut ausgespielt. Kommt aber dann doch nicht vorbei an Ronny. Der hat hier gutes Stellungsspiel bewiesen. Zaha. Zaha. Na, war gerade kurz Vorteil angezeigt. Ronny. Auf Zaha. Neuer. Und damit Echo. Und dann werde ich auch noch mal kurz in die Mannschaft gucken, denn ich werde jetzt doch noch mal wechseln. Und zwar, der Pato ist ja jetzt auch schon ein bisschen erschöpft. Gibt es ja gleich auch noch das Champions League Spiel. Von daher möchte ich den lieber schonen. Und wen bringe ich? Sanchez habe ich jetzt gar nicht im Kader. Dann werde ich den Huntelaar mal bringen. Doch, Sanchez ist ja hier. Dann werde ich das mal so umstellen. Huntelaar soll ja auch mal seine Spielzeit kriegen. Hat er sich reglich verdient. Hat er letzte Saison ordentlich Tore gemacht. So, dann Ronny in die Mitte. Und Höwedes, gut geklärt. Und jetzt Neymar. Jetzt muss es abgehen. Huntelaar schon drin. Läuft ja aber noch nicht exakt mit. Jetzt aber. Jetzt kommt der Pass. Und jetzt ist Huntelaar da. Und das könnte ein Blitztor werden. Huntelaar. Nein, wird es nicht. Wurde vorher noch gehalten. Vorteil läuft. Und jetzt Robben. Robben kann er beweisen, dass er einen guten Schuss hat. Robben, wird geblockt. Da war mehr drin. Eindeutig. Huntelaar frei vom Tor. Ja, schade. Jetzt Lahm durch die Mitte. Eigentlich Außenverteidiger. Höwedes. Robben. Höwedes. Schade. Und Franz. Dann wären sie fast dran gekommen, die Bayern. Benatira. Benatira nicht angegriffen von Lahm. Der spielt es erstmal passiv. So, und das war ein wunderbarer Ball. Jetzt muss Benatira den kriegen. Schade. War gut gespielt von Niemeyer, wenn ich mich nicht irre. Neuer auf Lahm. Kurze Abschlussvariante. Schweinsteiger. So, und dann geht das doch wunder weiter. Und jetzt Huntelaar. Huntelaar. Kriegt ihn wieder nicht vollendet. Ballannahme war nicht perfekt. Und Benatira, der macht ein ganz ordentliches Spiel, trotz der 0-2-Führung der Bayern. Und Robben. Robben, ah nein, hätte ich den Trick nicht gemacht, wäre ich vorbei gewesen. Scheiße. Lagui. Da muss hier jetzt einer angreifen. Badstuber macht's nicht. Und oh, Neuer. Rettet hier nochmal. 51% Ballbesitz nur noch für uns. Die Zahlen waren auch mal besser. Jetzt Cristiano Ronaldo mit einem nicht so guten Pass auf Arjen Robben. Das haben wir gerade durch das Bayern-Logo nicht gesehen, wie viele Spiele Neuer jetzt schon ohne Gegentor ist. Aber kein Weltuntergang. Jetzt nochmal Zaha.
Zaha und auf der anderen Seite Benatera, die machen ein gutes Spiel, die beiden außen. Aber steht immer noch 0-2 für uns. Mit der Hacke hier, Buntelaar. So, mittlerweile ist ja Ronaldo fast gar nicht mehr zu sehen. Jetzt mal Robben. Ah, Mann. Ist aber auch gerade ein Quäntchen Glück, das fehlt. Aber ich denke mal, 0-2 geht auch in Ordnung. So, jetzt Cristiano Ronaldo, Neymar. Groß im Doppelpass mit Neymar. Groß, das ist wunderbar gespielt. Ah, fast das 3-0. Schweinsteiger nochmal in Richtung Tor. Robben nicht im Abseits. So, diesmal hat er geklappt, der Trick. Ah, Robben. Hätte der auch noch geklappt, dann wäre er wunderbar durch die Abwehr gelaufen. Zumindest durch die rechte Seite Höwedes. Da, ah, Ball nicht gut angenommen, aber gibt trotzdem Einwurf für Bayern. Und ich werde auch nochmal meine letzten beiden Wechsel tätigen. Und zwar bringe ich nochmal Martinez für Groß. Und der Robben ist ja auch ein bisschen angeschlagen. Daher bringe ich Alexis Sanchez so rum. So. Sanchez hier gleich auf Höwedes. Der verliert den Ball, gibt aber trotzdem nochmal Einwurf. Und wieder auf Sanchez. Jetzt kann er hier nochmal abgehen. Gut gemacht von Sanchez. Holt keinen Einwurf. Doch, holt er doch. Sah so aus, als würde der Ball nach vorne gedrischt werden. Na, war eigentlich hier eine gute Idee von Javi Martinez, glaube ich, war es. Aber hat dann nicht in der Vollendung geklappt. Kraft nochmal nach vorne. Auf Lasogga. Und dann ganz frech mit der Hacke, aber der Ball kommt zu Lasogga. Lasogga. Was macht Lasogga? Dribbelt sich einfach mal durch. Lasogga. Immer noch am Ball. Lasogga. Pierre-Michel Lasogga. Und da wäre es fast passiert. Der Anschlusstreffer. Und nochmal Niemeyer. Die Herthaner haben in der zweiten Halbzeit ordentlich Mut hier gefunden. Niemeyer. Kommt aber da nicht an drei Bayern-Spielern vorbei. Buntelaar kann den Ball hier aber auch nicht kontrollieren. Also nochmal her, die Herthaner. Zaha. Bastians. Zaha. So, und jetzt nochmal Bayern. Spiel ist gegessen. Spiel ist vorbei. 2-0 Sieg in Hertha. Damit können wir, denke ich mal, sehr gut leben. Tabellenführung verteidigt. Neymar Spieler des Tages mit 2 Torvorlagen. Und die Torschützen waren Bastian Schweinsteiger in den Winkel und Alexandre Pato. Ja, damit gehen wir dann auch mal gleich weiter. Gut, dass wir hier gewonnen haben. Sehr wichtig. Wie viel hat Dortmund gespielt? Die haben auch 2-1 wieder verloren. Wunderbar. Damit müssten wir jetzt 4 Punkte vor denen sein. Wäre ja ideal. Wunderbar, wunderbar. Ansonsten Konkurrenz weiß ich jetzt gar nicht, wer noch alles vorne ist. Ich hoffe jetzt natürlich nicht Leverkusen, weil die haben ja gegen Bayern gewonnen. Gegen Dortmund. Das ist hier Champions League. Ich denke mal, das werde ich dann doch simulieren. So. Dynamo Moskau, Bayern, wen lobe ich denn? Ich lobe natürlich meine Bayern. Nächstes Spiel, da werde ich auch noch mal ein bisschen umstellen. Und zwar Pato auf 86. Schön. Höwedes auf 84. Hummels auf 88. Schweinsteiger auf 88. Hat sich noch einer verbessert. Shakira auf 80. Aber ich glaube, das war schon. Na komm, noch was. Schon auf 71. Das war's. Also gerade noch eine Verbesserungswelle. Ich denke mal, man kann es so lassen, aber ich werde Shaqiri spielen lassen. Und ja, wie Martinez für Groß. Ansonsten denke ich mal, sieht das doch sehr gut aus von der Aufstellung her. Und ja, damit ich ein bisschen die Spannung mit drin lasse, würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.